So, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Osada. Und heute mit dem Felix. Wolltest du nicht Hallo sagen? Moin. Ich bin hier gerade am Grund. Ja, der Felix ist gerade voll im Stress. Der muss hier nämlich die Ballen fertig machen. Wir haben gerade dieses kleine Feld Nummer 1 haben wir abgeerntet. Passt gerade August, schöner Sonnenschein, 9.22 Uhr. Und meine lieben Freunde, wir haben noch 2 Plätze frei. Wir brauchen natürlich tatkräftige Unterstützung. Wer uns unterstützen möchte, kann uns gerne im Discord dazu anschreiben. Ja, das ist jetzt keine Survival-Simulation, obwohl auch. Ne? Wir müssen ja Geld verdienen, um zu überleben. Das ist aber eine Farming-Simulation. Ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Meine lieben Freunde, ihr werdet das Video noch sehen. Wir werden ja ganz viele Tutorials machen, was Modifikation angeht. Ja? Wie man den Server aufsetzt, wie man das Ganze installiert. Das Video habt ihr ja zuvor schon gesehen. Wie man den Server dann bei Nitrado mietet oder auch ähnlich bei anderen Anbietern. Das Ganze zeigen wir euch hier natürlich einmal komplett mit auf. Und ich werde jetzt nochmal den Ballen dort holen. Das heißt, aktuell ist noch alles mit Maus und Tastatur. Und das nächste Let's Play seht ihr dann schon mit der kompletten Seitenkonsole, mit dem LS22 Lenkrad. Diesmal sind wir auch nicht auf das Logitech gegangen. Sonst haben wir ja immer Logitech benutzt mit Haarschaltung und die Seitenkonsole. Und die Pedale natürlich. Diesmal wollen wir komplett sehen, was kann das LS22 Komplettpaket mit dem Lenkrad und der Seitenkonsole und den Pedalen. Das wollen wir uns natürlich anschauen. So, jetzt muss ich mal einmal den Ballen wegnehmen, damit Felix da die Reste noch wegnehmen kann. Es sah schon sehr gut aus, was wir da heute fabriziert haben. Er ist auf Höhe mitgefahren. Das heißt, die Farming Brothers sind hier unterwegs. So. Ich versuche jetzt mal beide aufzunehmen. Wie gesagt, ich bin total froh und glücklich darüber, dass wir morgen die... Oh, er hängt schon fest. Dass wir das Equipment dazu bekommen. Dass wir das auch gesponsert bekommen haben. Deswegen machen wir auch ein Unboxing und Auspacking. Ne? Und diesmal also wirklich auch, das wird reine... Unser reines persönliches Empfinden, wie das Ganze ist. Ich bin wirklich gespannt. Ich kenne das nur von den Videos allgemein. Diese Seiten, also nicht die Seitenkonsole, sondern das Lenkrad selbst. Ich hatte erst nicht so viele positive Sachen gelesen, aber es scheint sich ja gebessert zu haben. Aber es sind ja auch schon wieder ein paar Jahre vergangen. So, jetzt haben wir natürlich einen riesen Ballenwagen und nur diese beiden Ballen. Also da macht das ja eigentlich gar keinen Sinn, die aufzuladen, sondern ich kann die direkt in die Halle fahren. Hier vorne. Felix, sag das doch. Wir, mit einem fetten Anhänger stehen wir da. Den kriege ich hier nachher gar nicht in den Hof rein, Alter. So, jetzt fahre ich das mal. In welche Halle fahren wir das denn? Mal gucken, was wir hier zur Verfügung haben. Den Hof haben wir heute ja gekauft. Ach, macht er beide Türen auf? Automatisch? Ja, guck mal. Das ist doch gut. Ne? Das Stroh muss einfach trocken bleiben. Und bevor das hier nachher anfängt zu regnen, denn wir haben ja schon Herbst. Wir spielen das Ganze in Echtzeit. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen. Server hat natürlich ein Passwort, das heißt, es soll nicht jeder rauf, ne? Also nicht jeder kann hier einfach so mitmachen, sondern schreibt uns dazu im Discord an und dann setzen wir uns mit euch in Verbindung. Wir wollen das als Genre einfach mit aufnehmen, ne? Ist halt so. Ne, Felix? Ja. Muss, genau. So, jetzt lade ich die hier ab. Ah, den wollte er noch nicht ganz ausspucken. Den werde ich mit der linken Gabel nochmal richtig aufspießen. Den werde ich nochmal hart rannehmen. So, da schiebe ich ihn ran. So, jetzt ist er hinten dran. Jawohl. Das ist schon mal im Trocknen. Dann kann ich den anderen auch vom Hänger nehmen. Und die Farming Brothers sind dann on the way hier. Ne?
Und das Ganze wollen wir natürlich auch live zeigen. Das heißt, wenn wir unseren Hof bewirtschaften und nicht gerade unterwegs sind in DayZ oder in Scum oder in Raft oder in Sons of the Forest, dann sind wir auf unserem Hof hier unterwegs und bewirtschaften den. Und wie gesagt, es ist ein Server. Wir haben eine kleine Anzahl darauf gemietet an Slots. Je nachdem, wie groß das alles werden sollte, dafür sorgt ja die Community, werden wir das natürlich auch der Größe anpassen. Ne? Aber erstmal, sage ich mal, bei der Feldgröße, wir wollen uns das ja auch alles selber erwirtschaften. Wir haben auch nur die 1,5 Millionen Startgeld gehabt. Aber daraus wollen wir jetzt natürlich mehr machen. Wir haben auch schon 4,2... Ne, warte mal, was war das genau? Wir haben auch schon abgeerntet, das erste Feld. Muss ja alles selbst gekauft werden. 4,4... Da drüben ist da noch ein Feld, das können wir da auch noch kaufen, oder? Gegenüber? Das ist auch schon erntereich. Ja, das... Ich guck mal kurz nach. Das Gegenüber ist natürlich... da siehst du auch, da ist ganz viel... Das ist die 35, das ist Gerste. Das ist erntereif, ja. Das ist Weizen. Nee, das hat eine... Nee. Ach, das ist Weizen, genau. Aber, warte, pass auf, was man daran sehen kann, ist, da ist viel Gestrüpp drin, ne? Das heißt, das wurde jetzt nicht nachbearbeitet. Da hat sich keiner drum gekümmert. Deswegen siehst du das? Diese komischen grünen, türkisen... Da ist Dreck drin, wenn du so willst. Also das ist jetzt nicht schlimm, das kann man ernten. Nee, sehe ich nicht. Komm mal rangelaufen. Ich zeig dir das mal einmal. Das machen wir gleich. Wir fahren gleich die Ballenpresse weg. Das aber ist. Zeigt er nicht auf der Karte, ne? Nee. Das ist zum Beispiel immer dazwischen. Das ist Unkraut. Wenn man jetzt nicht richtig gedüngt hat. Oder gesprüht hat. Wenn man nicht gesprüht hat. Dann hast du Unkraut dazwischen. Und je nachdem und wie vorher bearbeitet wurde, gedüngt wurde, hast du dann auch mehr oder weniger Ertrag, ne? Guck mal, hier steht jetzt Ertragsbonus, ne? Gedüngt war 100%, wenn er auf dem Feld steht, steht unten rechts. Ja, plus 48 Ertragsbonus, ja. Fruchtart Weizen, erntereif, Ertragsbonus plus 48%. Wäre jetzt der Schrott da nicht zwischen, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr. Dann kannst du dir ja schon mal den Mähdrescher holen. Dann machen wir das nämlich jetzt genau umgekehrt. Ich fahre nochmal den letzten Ballen rein. Ich fahre mal den Hänger schon mal zum Feld, ne? Ja, genau. Du kannst den Hänger zum Feld fahren, beziehungsweise den mit der Ballenpresse jetzt erstmal auf dem Hof. Das müssen wir auch immer alles vernünftig wegstellen, damit wir so ein bisschen Ordnung haben im System. Da bist du ja genauso ein Ordnungsfetischist wie ich. Gar nicht, richtig? Ja. Hier steht der scheiß Auto da, das wird da extra umgefahren. Ihr seht schon, ne? Selbst mit zwei Mann ist hier richtig Rambazamba auf dem Hof. Der Olli wird jetzt sagen, die Trecker-Peoples sind wieder unterwegs. Da hat er auch recht. Wieso steht er? Ah, ja, genau. Ja, hier muss natürlich alles richtig... Und wie gesagt, ich freue mich tierisch. Morgen, also am Freitag, kommt das Equipment. Einmal für Felix, einmal für mich. Und ich nehme meine Kamera einfach mit zum Felix und zeige das dann komplett, wie wir es auspacken, was da drin ist, als was wir das empfinden, ne, Plastik, bla bla bla. Ich bin ja so ein bisschen Logitech gewohnt, das heißt mit echtem Metall, mit echter Force Feedback. Und diesmal ist es wirklich von dem Giants Equipment. Und vielen lieben Dank dafür nochmal, dass das gesponsert wurde. Wie, was machst du denn? Rückwärts reinfahren. Ja. Die Ballen fahre ich hier hinten in diese kleine Hütte rein. Holz werden wir auch noch demnächst machen und was nicht alles. Also wir haben ja so viel zu tun hier. Ja, Felix hat erstmal schon 5 Wochen Urlaub genommen. Ja, genau. Ja, wann wollen wir das denn alles machen hier, Felix? Der Hof muss ja bewirtschaftet werden. Ich lasse da auch die Pause raus. Also wenn keiner auf dem Server ist, läuft da einfach voll durch. Nein, Spaß beiseite. Solange keiner auf dem Server ist, pausiert er natürlich, damit wir dann auch genügend Zeit haben. Soll ja ein Arbeiter-Server sein. Das heißt, wir müssen natürlich auch arbeiten, ne? In echt. Also wirklich. Wir müssen wegfahren und arbeiten. Glaubt einem manchmal keiner, aber ist wirklich so. So. Das Ganze haben wir jetzt hier im Trockenen. 3 Ballen hat das Feld gebracht. Ist ja Wahnsinn. Da können wir gleich 100 Kühe kaufen. Bro,
Ach so, stimmt, Tiere muss man auch kaufen. Ja, können wir ja bei, also bei 3 Ballen, ne, da können wir 100 Kühe kaufen. Nein, die verrecken uns ja alle, da haben wir nicht genug. So, Felix fährt die Gurke jetzt hinten rein. Und damit das Video nicht allzu lange wird, machen wir hier an dieser Stelle ein Ende und sehen uns im nächsten Video wieder. Dann aber noch ohne Equipment, ohne Hardware. Aber wir werden das Feld noch bearbeiten. Und wie toll wir das machen, das zeigen wir euch. Ihr seht ja schon, guck mal, das sieht ja schon sehr, sehr gut aus, wie er da rückwärts reinfährt. Alles tibitobi, was der Felix macht. So, dann sage ich, gebt den ganzen Daumen nach oben, ne? Wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und ich weiß, es ist ja von der Survival-Arie jetzt zur Landwirtschaftssimulator-Arie, aber glaubt mir, es ist gar nicht so weit auseinander. Es ist gar nicht so weit entfernt. Also, Däumchen nach oben, Wünsche, Anregungen und Kritik wie immer rein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Feld wieder, wenn der Felix da anfängt, die Leute abzudreschen.